Hey Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Peter und ich habe lange nicht mehr so ein Video hochgeladen, wo ich nur ein bisschen gelabert habe. Meistens waren es immer Gaming-Videos und die größte aller Fragen, das ist fast schon Mysterium, ist immer wieder, lebt Tyson eigentlich noch? Und heute werde ich euch ein bisschen von Tyson zeigen. Auch wenn es nicht viel ist, ist so ein kleines Update-Video. Wie geht's dem kleinen Boy eigentlich, seit er hier ist? Und ich kann euch eins sagen, meine Damen und Herren, dem geht's exzellent. Ja, ihr hört ihn natürlich auch im Hintergrund, das ist ganz klar. Denn da irgendwo in der Ecke, ich weiß nicht, kriegen wir den drauf? Da sitzt er, der kleine Tyson. Und der macht das, was er eigentlich immer macht. Der chillt sein Leben. Freunde, es ist draußen kalt, das wissen wir alle, aber der Hund geht gar nicht mehr raus. In dem Sinne, er macht sein Geschäft und dann ist es ihm zu kalt und dann geht er direkt wieder rein. Tyson ging früher schon nicht raus. Machen wir uns nichts vor, aber mittlerweile ist das so extrem geworden, dass er gar keinen Bock mehr hat und nur noch sein Leben chillt. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ja, er hat ja eine krasse Krankheit gehabt. Das ist irgendwie alles weg, keine Ahnung. Er ist wieder komplett genesen und der ist halt richtig agil, muss man sagen. Brauchst gleich mal Futter, Leckerchen? Deine Fans haben gefragt, wo du bist, Tyson, die ganze Zeit. Hä? Wo warst du die ganze Zeit? Erzähl doch mal was. Nein, willst du das nicht? Aber du willst Leckerchen, oder? Ach, sitz! So ist fein. Ja, Freunde, ihr habt es mitbekommen, dem Hund geht's gut. Der chillt halt sein Leben, ist gerade eben erst aufgestanden. Wir haben mittlerweile 11 Uhr, war mit ihm draußen und jetzt kommt er so lange im Tag. Der frisst jetzt, ist quasi sein Frühstück. Und der chillt. Das war so ein kleines Update-Video, wie geht's eigentlich dem Hund und ja, was passiert eigentlich auf diesem Kanal mittlerweile? Also ganz oft kommt ja mittlerweile nur noch FIFA, aber es liegt auch daran, Freunde, so viel Zeit habe ich mittlerweile gar nicht mehr. Ich muss sehr, sehr viel arbeiten, ich bin sehr viel unterwegs und mache YouTube halt, wenn ich abends ein bisschen Zeit habe und das ein, zwei Mal in der Woche. Habe natürlich auch hier mit einer Freundin, mit der ich zusammenlebe, quasi eine Familie, ich muss mich um den Hund kümmern. Es ist alles nicht so ganz einfach, das unter einen Hut zu bekommen. Ja, es kommt bald ein Projekt, Freunde, da arbeiten wir seit anderthalb Monaten akribisch dran. Es läuft sehr, sehr steppend voran, deswegen startet das Ganze erst 2018. Trailer sind wir gerade dran zu machen, also viele von euch können sich freuen und ja, das wird eigentlich ein richtig cooles Projekt. Was mir auf dem Herzen lag, was ich einfach nochmal machen wollte, um eine coole Story zu erzählen und ja, das kommt einfach irgendwann. Ich weiß noch nicht genau wann, ich tue mich immer schwer festzulegen, wann irgendwas kommt, weil meistens schaffe ich die Deadline nie. Das kennt ihr auch von vielen anderen YouTubern, das ist einfach so. Man setzt sich was in den Kopf und denkt dann, oh nee, ich habe heute doch keine Zeit dafür. Deswegen mache ich da keinen festen Termin. Was genau das ist, das werdet ihr bald erfahren. Ich denke mal so in ein, zwei Wochen ist dann alles fertig zum Release und dann kann ich euch schon mal anteasern. Ich möchte im Moment noch nichts verraten, denn das bleibt noch so ein bisschen ein kleines Geheimnis. Aber was ich schon mal sagen kann, wir arbeiten fleißig daran, dass es ein cooles Projekt wird. Vor allem auch werden sehr, sehr viele Zuschauer eingebunden und ja, das wird auf jeden Fall kommen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, sage ich mal. Ansonsten, wenn ihr irgendwie Wünsche habt, ich habe auch ein Voting gemacht auf Twitter und lustigerweise war es so, dass über die Hälfte, glaube ich, nee, die Teilnehmer, es waren irgendwie, ja, 47%, fast die Hälfte, also Mathe kann ich noch, geschrieben haben, ich sollte doch Minecraft spielen. Finde ich schon extrem krass, weil ich nicht gedacht hätte, dass Minecraft doch noch so gefragt ist. Also gerade bei mir, da ich das sowieso nicht kann. Aber ja, werde ich auf jeden Fall berücksichtigen. Kommt auch noch irgendwann dieses Jahr. Freunde, das war's vom kleinen Update-Video. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Schreibt mir gerne nochmal irgendwas in die Kommentare, was ihr auf dem Herzen habt, was ihr sehen möchtet auf diesem Kanal, damit ich weiterhin schauen kann, was euch denn gefällt und was ich so
in Zukunft umsetzen kann. Vielen Dank dafür. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche. Schaut morgen wieder rein. Morgen geht's wieder Gaming. Bis zum nächsten Mal. Euer Peterle. Haut rein und tschaußen.